Hallo liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben in den nächsten 2 Tagen aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen und die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen. Außerdem sind unten auch die Zeitstempel von den einzelnen Sternzeichen aufgeführt, so musst du dann nicht das ganze Video anschauen und kannst direkt zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechtlich. Unabhängig, Zeit ist flüssig, ja? Und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Also schauen wir mal, ich starte heute mit Steinbock. Liebesleben von Steinbock vom 15. bis 16. Juni, bitte. Steinbock vom 15. bis 16. Juni. Steinbock, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals, was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen. Vier der Münzen. Würdest du es mir glauben, dass ich das Video jetzt zum zweiten Mal anfange? Ich habe mit den Tageslegungen schon mal angefangen und bei deiner Legung, also ich habe mit Steinbock angefangen und bei deiner Legung haben alle Karten nur eine Aussage gehabt, Rückzug, Rückzug, Rückzug und die Gegenseite gibt auf und dann habe ich gedacht, nein, ich fange jetzt das Video nochmals an, oder? Aber ich kann ja nicht nur einen Satz sagen und das hier kam als Hauptkarte und jetzt kommt es nochmals. Vier der Münzen. Ich bin überzeugt, dass es hier jetzt mehr zum Erzählen geben wird. Ja, vorher hatte ich wirklich nur Steinbock, hier ist Rückzug, Steinbock, hier ist Rückzug, hier ist auch Rückzug, 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 Rückzug. Ihr seid beide auf Rückzug und das war mir zu blöd. Ja, oder ihr wollt ja mehr hören als nur das. Schauen wir mal. Was geht in deinem Gegenüber vor, Steinbock? Ass der Stäbe, der Gehängte, die Sonne. Hier habe ich Königin der Stäbe und Ritter der Münzen. Dieser Mensch ist auch auf Rückzug. die sind hier auf Rückzug, aber voll auf dich konzentriert. Also es ist nicht so, dass dieser Mensch sich von dir zurückgezogen hat und da draußen ihren Spaß hat. Die haben sich zurückgezogen und schauen dich so an. Ja? Diese Karte betrifft euch beide. Ass der Stäbe, der Gehängte und die Sonne. Dieser Mensch denkt hier angestrengt nach, um hier Klarheit zu erlangen. Und zwar möchte dieser Mensch gerne wissen, ob hier eine Möglichkeit für eine Beziehung noch besteht oder nicht. Und normalerweise findet man solche Dinge durch Gespräche heraus. Dieser Mensch versucht das ganz alleine herauszufinden, durch ganz, 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 ganz angestrengtes Nachdenken. Ja, die wollen hier mehr Klarheit haben in Bezug auf dich. Schauen wir mal, auf deiner Seite habe ich Kraftkarte, ist unglaublich, unglaublich. Page der Schwerter und hier habe ich 7 der Stäbe. Ich habe das Video, könnte ich unten verlinken und dann könntet ihr mal sehen, ja, die Karten sind vorher genau so gekommen. Ich werde dir das Video, das ich vorhin aufgenommen habe, diesen Abschnitt werde ich dir verlinken, Steinbock. Und dann kannst du sehen, ja, hier dieser krampfhafte Rückzug auf deiner Seite. Du willst hier unbedingt vermeiden, dass du hier überhaupt irgendeinen Schritt auf sie zumachst. Sie beobachten dich hier von Weitem und enden tut es damit, dass, ja, Rückzug, Blockade. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich jetzt hier zusätzlich noch gesagt habe, ist, dass dieser Mensch, nein, ist genau die gleiche Legung wie vorher. Ich kann es nicht ändern. Ich habe wirklich das Video zum zweiten Mal gestartet und die Story ist das. Also Steinbock, Rückzug, Rückzug, Rückzug auf beiden Seiten und dein Gegenüber entscheidet sich dann dazu, dich abzublocken. Nichts mehr, die wollen dann nichts mehr mit dir zu tun haben, was auch immer das für eine Klarheit ist, die sie hier erhalten. Wie kann man das verhindern, indem man hingeht und mit diesen Menschen redet? Weil ich sehe, dass diese negative Entscheidung passiert, weil
sie hier ganz alleine zu Entschlüssen kommen müssen, ohne Input deinerseits. Wassermann. Liebesleben von Wassermann vom 15. bis 16. Juni, bitte. Liebesleben von Wassermann vom 15. bis 16. Juni, bitte. Wassermann, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? Die Hohepriesterin. Man spürt was, man ist intuitiv, hellhörig. Google stellt das auch dar. Warum stellt die Hohepriesterin Google dar? Weil sie hier Koran, Bibel und Tora hat. Ja, damals zu diesen Zeiten da, wo es diese Menschen noch gab, die gibt es heute immer noch, aber in dieser Form, als es sie in dieser Form gab, da hat man recherchiert, indem man diese Bücher konsultiert hat. Sobald man mit dem Alltag nicht mehr weiterkam oder mit den Informationen, die man im Alltag hat und über Höheres versucht hat, mehr zu wissen, hat man Koran, Tora und Bibel konsultiert und heute macht man was? Wenn ich die Infos im Alltag nicht finde, gehe ich googeln. Ja, das ist das. Was geht in deinem Gegenüber vor, Wassermann? Der Stern, Ass der Schwerter, Ritter der Kelche, Page der Kelche hier und König der Münzen hier, 5 der Kelche, was haben wir hier? 3 der Schwerter, warum? Die Liebenden? Oh, okay. Wassermann, es handelt sich hier um einen Menschen, der die eine Enttäuschung hinter sich hat, eine herbe Enttäuschung, eine Enttäuschung, die sie alles, was sie in Bezug auf die Liebe bisher wussten, überarbeiten ließ. Ja, die hatten hier eine Weile, bis sie den Herzschmerz aus der Vergangenheit hier vergessen. 3 umgeworfene Kelche, 3 Schwerter hier. Die brauchten eine Weile, bis sie diese Möglichkeit mit dir sehen. Deswegen waren sie hier so zurückhaltend bisher und deswegen haben sie sich dir gegenüber noch nicht so festigend gezeigt. Ja, aber ciao. Hier ist es. Die sehen hier jetzt definitiv eine Möglichkeit mit dir, Wassermann. Okay. Das ist ganz unabhängig davon, ob diese alte Geschichte mit dir war oder mit jemand anderem. Die sagen, Wassermann ist meine Wunscherfüllung. Das ist auch deine Karte, ja. Das ist hier die Wahrheit, die sie intuitiv hier erkennen für sich, ja. Und die wollen dir hier ihre Liebe gestehen, Wassermann. Sieh, auf deiner Seite 6 der Schwerter, auf ihrer Seite 9 der Stäbe und hier haben wir 8 der Münzen. Schau mal, grundsätzlich ein sehr positiver Ausgang. Du sagst, ich habe die Nase voll hier von deiner Phase da, die du hast. Lass uns endlich vorwärts gehen. Du hast dir so langsam die Nase voll und du willst endlich weg von dem, was auch immer da passiert ist. 3 der Schwerter, 6 der Schwerter, doppelte Energie. Dieser Mensch hier hat ein bisschen Angst davor, was auf der anderen Seite passieren könnte. Ja, ob es gut kommen wird mit euch oder nicht. Aber hey, nichtsdestotrotz, schau mal. 8 der Münzen und Ritter der Kelche. Dieser Mensch liebt dich und die sind hier auch bereit dazu, an dieser Verbindung zu arbeiten. Ja, du hast hier definitiv einen kooperativen Partner, eine kooperative Partnerin. Sieht sehr ehrlich und bemüht aus. Ja? Jetzt von Seiten Herzens, Dame, Herzensmann. Fische. Liebesleben von Fische vom 15. bis 16. Juni, bitte. Liebesleben von Fische vom 15. bis 16. Juni, bitte. Fische, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? 4 der Münzen. Hast du es mit Steinbock zu tun?
Die sind auch auf Rückzug. Ich sehe hier defensives Verhalten, ja, bei dir und deinem Gegenüber. Man ist sich nicht so sicher, was als nächstes passieren wird. Und deswegen hält man sich hier zurück. Schauen wir mal, was geht in deinem Gegenüber vor? Acht der Münzen, Tod, Ass der Schwerter. Gerechtigkeit, König der Münzen, Sechs der Stäbe. Also von ihrer Seite aus sieht alles sehr gut aus. Bei ihnen ist einfach die Vorbereitung von dieser Reparaturarbeit, das braucht noch ein bisschen Zeit bei denen und sie wissen nicht so recht, wie es von deiner Seite aus aussehen wird. Ja, 4, 8. Die wollen dich hier unbedingt zurückerobern und die wollen eine zweite Chance mit dir. Und die wollen hier siegreich sein und für diesen Menschen ist klar, ich weiß für mich die Wahrheit, sagt dieser Mensch. Wir haben hier diesen Schwert da, der vom Himmel kommt und der hier auf Erden über diese Waage für Gerechtigkeit sorgt, sprich für eine zweite Chance. Dieser Mensch sagt, für mich ist klar, ich habe da von oben diesen Download bekommen, ich will es nochmals probieren mit Fische und ich werde hier daran arbeiten, dass wir das, all das, was uns bisher gehemmt hat, all das, was uns nicht vorwärts gebracht hat, absterben zu lassen. Okay? Die wollen hier Neustart durchstarten mit dir, Fische. Auf deiner Seite habe ich Königin der Schwerter, auf ihrer Seite habe ich Sechs der Kelche. Hinaus läuft es auf der Stern. Fische, das ist typisch für Menschen, die unter Aufschieberitis leiden. Ich kenne das von mir. Oh, das ist schlimm. Wenn man so perfektionistische Ziele hat, ja, so krasse große Ziele. Es wird super laufen, es wird die beste Beziehung und es soll die allerbeste zweite Chance sein, die man haben kann. Diese Chance will ich packen. Je größer das Ziel, desto mehr Druck hat man. Ja, wenn man als Student zum Beispiel die allerperfekteste Arbeit abgeben möchte, die allerbeste Note, dann hat man Druck. Und man hat das Gefühl, dass man es niemals schaffen wird. Und dann schiebt man es immer wieder auf. Und ich sehe bei deinem Herzensmann hier, deinem Herzensmann, deiner Herzensdame genau das. Die haben hier ganz Großes vor. Das sind fantastische Karten hier. Versuchen hier aber noch Zeit zu gewinnen. Mit Duzi-Duzi. Ja, sie haben sich hier sozusagen selbst Druck aufgebaut. Du reagierst hier knallhart und schickst sie in die Hölle. Und was passiert? Ihr Ziel wird noch unerreichbarer, der Stern. Also du drückst dann noch ein Tick mehr in die Ferne. Ein Tipp an Herzensdame, Herzensmann, ich würde nicht allzu hohe Ziele setzen. Setz doch mal einfach das nächste kleine Ziel. Ne? Ein Meilenstein nach dem anderen, weil so wird dich Fische in die Hölle schicken. Ja? Kein Duzi-Duzi bei Fische momentan. Schauen wir mal, wieder. Liebesleben von wieder vom 15. bis 16. Juni, bitte. Wieder vom 15. bis 16. Juni. Wieder, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Schauen wir mal, was sind die generellen Energien für dich in den nächsten 2 Tagen? Der Gehängte. Hatte ich schon mal erwähnt, dass das die Karte ist, die ich am wenigsten mag im Tarot? Also ich kenne das nämlich gar nicht in meinem Leben, so dieses Nachdenken, obwohl es da nichts mehr nachzudenken gibt. Wieder. Hier sinkt die Bereitschaft bei jemandem. Hier sinkt die Bereitschaft bei jemandem für Kompromisse. Ja. Die Bereitschaft dazu, Kompromisse einzugehen, sinkt hier. Das Interesse vergeht. Was geht in deinem Gegenüber vor? Ich habe hier König der Stäbe, sie sind es nicht. Ja, sie sind eher die, die unter Druck hier nachdenken. Ja, der Kopf platzt hier fast.
mal die Kopfüber hängen. König der Stäbe bei deinem Gegenüber, 6 der Münzen und 4 der Stäbe. Hier habe ich 7 der Schwerter, 8 der Stäbe und 4 der Kelche. Ich sehe hier jemanden, der die sehr schnell ihren Fauxpas erkannt hat. Ja, die haben sich hier davor gedrückt. Es mit dir vorwärts zu bringen, und kaum haben sie sich abgewendet, sind sie direkt zur Erkenntnis gelangt, ja, direkt in diese Erkenntnis reingerannt, dass sie eigentlich dich haben wollen, dass sie dich nicht verpassen wollen. Hier 8 der Stäbe, 4 der Kelche. Es scheint so, als ob nachdem dieser Mensch sich hier davongeschlichen hat, sie dann direkt Angst bekommen haben, dass du eventuell schon andere haben könntest. Sie haben hier sofort gemerkt, ich will eigentlich 4 der Stäbe, ja, 8 der Stäbe, doppelte Energie, wollten diese Transparenz sehr schnell wiederherstellen. Und jetzt hat dieser Mensch Angst, dass sie dich verpasst haben, 4 der Kelche, und dass du hier bereits andere involviert hast, 4 der Stäbe, 5 der Stäbe. Jetzt ist die Angst da. Die haben sehr schnell gemerkt, oh oh, das war nicht gut, ja. Die möchten hier gerne auf dich zukommen. Und obwohl sie hier das Interesse von einem König der Stäbe haben, werden sie hier nur zurückhaltend auf dich zukommen. Die wollen hier herausfinden, ob hier eine Beziehung zwischen euch beiden noch möglich wäre oder nicht, ja. Auf deiner Seite 2 der Münzen, auf ihrer Seite 7 der Kelche und hinaus läuft es auf 5 der Schwerter. Das ist ein Nein von wieder. Also die Gegenseite versteht das als Nein. Du wieder wirst diesem Menschen antworten, dass du hier noch keine Antwort geben kannst, weil tatsächlich ist es so, dass jetzt hier eine andere Option noch für dich ist. Ja, und du willst dich nicht entscheiden. Sie reagieren verwirrt. Ja, hier diese 3 Schwerter, die in ihr Herz gerammt werden. Scheiße, wieder hat noch jemand anderen. Sorry wegen meiner Sprache, aber es ist das, was sie sich denken werden. Und die werden sich hier von der Idee, mit dir eine Beziehung einzugehen, abkehren. Okay? Ist ein Nein seitens wieder. Schaut euch auch die Wochen- und Monatslegungen an. Stier. Liebesleben von Stier. Vom 15. bis 16. Juni, bitte. Stier vom 15. bis 16. Juni, bitte. Stier, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was ist die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? 5 der Kelche. Cry, cry, baby. Sind wir traurig? Traurig. Stier, einfach zu deiner Info, während du hier traurig bist wegen dem, was nicht entstehen konnte, was nicht entstanden ist, ja, verpasst du hinter dir etwas Großartiges. For your information. Schauen wir mal, was geht in deinem Gegenüber vor, Stier? Ich habe hier der Eremit. Sehr ähnliche Looks hier, ja. Das hier ist die Skorpionkarte und hier haben wir Jungfrau. Der Eremit. Der Wagen. 10 der Schwerter. 6 der Kelche hier, 2 der Kelche hier. Du, Stier, eventuell musst du dich gar nicht umkehren. Eventuell musst du dich gar nicht umkehren. Ich glaube, dass ihr beide momentan in diesem Status seid, ja, in schwarzem Mantel, gebückte Haltung. Und dein Gegenüber war wahrscheinlich schon länger in dieser Situation. Stier, dieses Leiden, das du jetzt erfährst, erfährt dein Gegenüber schon länger. Und jetzt fragst du, wie ist das möglich, wenn sie diese 3 der Kelche umgeworfen haben? Das ist möglich. Es ist nicht so, dass immer zuerst die Betrogene leidet und dann die andere Seite.
Ich glaube, dass dieser Eremit dich hier anstupsen wird. Ja, die machen sich hier in Bewegung. Die sagen, weißt du was, was auch immer hier passiert ist, ist fertig jetzt. Ja, 5 der Kelche, 10 der Schwerter hier. Ich will das beenden. Ich will, dass das fertig ist, was auch immer zwischen uns jetzt Negatives passiert ist. Ich will, dass das zu Ende ist. Ich will, dass wir vorwärts gehen. Dieser Eremit wird hier so kommen. So. Und dann werden sie dich hier mit ihrer Laterne, wo ein Stern drin ist, diese Wunscherfüllung da, werden sie dich ansprechen. Und die werden dir hier dann erklären wollen, dass sie nur noch dich sehen. Hier haben wir 3 umgeworfene Kelche, mehrere Menschen. Hier bei 6 der Kelche, doppelte Energie, sind es nur 2 Menschen. Und dieser Mensch wird dir erklären, dass ihr doch bitte diese Gelegenheit ergreifen sollt gemeinsam. Ja? Ritter der Kirche, Mink. Stier, deine Antwort wird hier sein, ja, mit Vorbehalt. Ja, ich habe vorher die Widerlegung gemacht. Wieder war es aus. Die waren hier gar nicht interessiert. Die hatten hier andere Dinge. Du sagst, ja, ich liebe dich auch, ich sehe diese Möglichkeit auch, aber bevor ich hier über diesen Fluss da reite, möchte ich zuerst Gespräche von Herz zu Herz mit dir führen und auch dein Gegenüber möchte hier Gespräche von Herz zu Herz mit dir führen. Ja, 2 der Kelche hier, 2 der Kelche hier, heiß und kalt. Jemand hat die Infos, die andere Seite soll es bekommen und kaum findet hier dieser Austausch statt. Gerät hier aneinander. Aber das ist auch gut so. Warum? Weil 5, 5 gibt dann 10 der Schwerter. Ihr müsst hier aneinander geraten, damit ihr die Vergangenheit tatsächlich abschließen könnt. Okay? Ganz natürlicher Abgang hier, Vorgang hier. Okay? Sehr herzbasiert, ungewohnt herzbasiert hier. Schauen wir mal weiter. Zwillinge. Liebesleben von Zwillinge vom 15. bis 16. Juni. Liebesleben von Zwillinge vom 15. bis 16. Juni. Zwillinge, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was ist die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? Ass der Münzen. Eine neue Gelegenheit, neue Perspektiven. Da steht irgendetwas, steht hier in den Startlöchern. Schauen wir mal, was geht in deinem Gegenüber vor, Zwillinge? 4 der Münzen, 7 der Münzen. 2 der Münzen, Münzen überall. Der Narr und die Liebenden. Zwillinge, dein Gegenüber will einen Neustart in der Liebe. Die wollen hier einen Neustart in der Liebe und die Sache ist die, dein Gegenüber hat sich bisher aus defensiven Gründen zurückgehalten und jetzt merken sie, dass sie dadurch eher für Schaden gesorgt haben, ja. Die denken sich jetzt, oh shit, was denkt wohl Zwillinge über mich? Und wir haben hier 4, hier haben wir 7. 10 ist der Abschluss der Vergangenheit. Und mit einem Ass der Münzen geht man vorwärts in Richtung Zukunft. Und das Einzige, was jetzt noch geschehen muss, Zwillinge, ist, dass dein Gegenüber sich entscheidet. Ja, die haben hier 2 Möglichkeiten in ihrem Leben. Entweder geht es jetzt mit dir weiter oder mit etwas anderem. Ich sehe hier eher die Tendenz in Richtung Liebe. Ja, dieser Mensch will definitiv in seinem, ihrem Liebesleben etwas erneuern. Okay, schauen wir mal. Auf deiner Seite habe ich 5 der Schwerter, auf ihrer Seite habe ich 7 der Stäbe. Hinaus läuft es auf Ritter der Münzen. Ja. Zwillinge. Das hier ist ein Thema, das du zurückgelassen hast, ja. Sie waren hier auf Rückzug, 4 der Münzen, und anstatt mit 5 der Münzen darüber zu reklamieren, dass du verlassen wurdest, Zwillinge, sagst du, die Geschichte ist für mich beendet, 5 der Schwerter anstelle von 5 der Münzen, für mich ist fertig, ich habe den Schmerz fast schon hinter mir, ja. Das sind diese 3 Schwerter, die in dein Herz gestochen wurden, hier die 7, ja, und
Du sagst, für mich ist fertig, ich werde hier eine andere Entscheidung fällen in Richtung Zukunft. Dein Gegenüber möchte nicht über den Schaden reden, die hier entstanden ist. Ja, und die möchten hier auch momentan noch nicht über die Wiedergutmachung reden. Die wollen generell nicht mit dir auf irgendeine Art und Weise irgendeine Entscheidung treffen, in irgendeine Richtung schauen. Wollen sie nicht. Die bleiben hier stehen und nehmen sich Zeit. Ja, bei der Entscheidung. Die werden sich hier noch entscheiden müssen. Einfach zur Warnung, Gegenseite. Crosswatcher, Herzensdame, Herzensmann, Zwillinge ist hier dabei, vorwärts zu gehen in eine andere Richtung. Einfach zur Info. Also der Ritter der Münzen, das ist einer, der sich sehr viel Zeit nimmt. Ihr habt nicht so viel Zeit, dass ihr euch als Ritter der Münzen aufführen könntet. Einfach zur Information. I'm just saying, weiter. Krebs. Liebesleben von Krebs vom 15. bis 16. Juni. Krebs vom 15. bis 16. Juni. Krebs, 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 Krebs. Krebs, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Schauen wir mal, was ist die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? Huh! Hast du es mit Zwillinge zu tun? Momentan kommen viele so Asse, ja, so Neustarts, aber gleichzeitig auch viel sehr oft Gehängter und 2 der Münzen, 4 der Münzen. Ja, man ist so in einer Zwischenstation momentan zwischen Rückzug und ein Angebot. Krebs, das hier stellt eine neue Perspektive dar. Das hier steht etwas da, das so in den Startlöchern ist und beginnen soll. Ja. Da gibt es etwas, Krebs, in das du deine Zeit jetzt neuerdings investieren möchtest. Und auch auf der Gegenseite gibt es das. Schauen wir mal, in welche Richtungen das geht. Was geht in deinem Gegenüber vor? Ich habe hier Königin der Schwerter, 3 der Münzen, 6 der Stäbe. Okay, todernst, todernst. Dein Herzensmann, deine Herzensdame, Krebs, möchte die Situation zwischen euch beiden um 180 Grad kehren. Es soll jetzt hier wieder eine Perspektive geben zwischen euch beiden. Dieser Mensch will, dass ihr wieder vorwärts sehen könnt und die sagen sich, ich und Krebs, wir müssen reden. Ich und Krebs, wir müssen reden. Wenn es sein muss, müssen wir hier Paartherapie angehen. Ja, nur so können wir hier erfolgreich sein, sagt dieser Mensch. Okay? Die gehen hier sehr seriös und strategisch vor. Auf deiner Seite 5 der Kelche, auf ihrer Seite 9 der Kelche und König der Münzen. Schlechte Kommunikation, was? Ja, schlechte Kommunikation. Krebs, hier ist dein Liebeskummer und hier hast du diese neue Sache, in das du investieren möchtest, in das du dich investieren möchtest, das du jetzt neuerdings angehen möchtest. Und was passiert, wenn du hier diese Gelegenheit ergreifst? Was passiert dann? Dann bist du weg. Von 5 auf 6 bist du dann weg und hast dann keine Zeit mehr für diesen Menschen. Bei 6 der Münzen bist du dann. Die wollen dich abholen, bevor du hier dich für irgendetwas anderes entscheidest oder sogar für irgendjemand anderen entscheidest. Hinter dir sind 2 Kelche, die dir auch noch zur Verfügung stehen. 6 hier, 6 hier, die wollen dich hier abholen, bevor du dich für irgendetwas anderes entscheidest. Du bist ihre Wunscherfüllung, Krebs, und die wollen hier eine feste Beziehung mit dir. Die wollen hier 10 der Kelche mit dir erreichen und die wollen sich jetzt bei dir installieren. Die wollen was Festes, die wollen mit dir reden. Mach dich hier gefasst auf ernste Gespräche seitens Herzensdame, Herzensmann, ja? Die wollen hier über diese 3 umgeworfenen Kelche reden mit den 3 Münzen. Okay? Löwe. Liebesleben von Löwe vom 15. bis 16. Juni. Löwe, Löwe, Löwe vom 15. bis 16. Juni.
Löwe, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Das ist die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen. Königin der Stäbe. Huh, voll in deinem Element. Voll in deinem Element. Du bist voll fokussiert auf etwas. Voll fokussiert und das, was du da siehst, gefällt dir nicht. Irgendetwas da gefällt dir nicht, da wo du etwas siehst. Schauen wir doch mal, das ist jetzt vom Gefühl her, was geht in deinem Gegenüber vor? Ich habe hier 9 der Stäbe, Gerechtigkeit, 6 der Münzen, hier Ritter der Stäbe, okay, der Stern, Tod, 3 der Stäbe, 6 der Kelche. Ist seitens Herzensdame, Herzensmann sehr viel Liebe da für dich? Ja, natürlich, absolut, ich kann es nicht leugnen, aber ihr Hauptantrieb ist schon diese Pornoszene hier. Ja, der Ritter der Stäbe, das ist ein Playboy, ein Playgirl und das hier stellt sehr viel Sexiness hier da, ja, wie dieser Mensch an dich denkt nachts und so diese Tagesträume, die für Inaktivität gesorgt haben, die dafür gesorgt haben, dass dieser Mensch eher davon träumt, wie sie mit dir vorgehen wollen, als dass sie tatsächlich mit irgendetwas um vorwärts machen. Das lassen sie zurück und neu denken sie nachts an dich. Das ist so, okay, das ist so das Neue. Neu denken sie nachts an dich. Dieser Mensch will durchaus eine zweite Chance mit dir, aber die haben hier enorme Ängste. Und deswegen würden sie hier auch nur zurückhaltend auf dich zukommen, noch nicht volle Pulle. Idealerweise denkt man Tag und Nacht an jemanden. Die schwingen hier hin und her. Auf deiner Seite die Hohepriesterin, auf ihrer Seite 8 der Münzen. Hinaus läuft es auf 4 der Münzen. 4 der Stäbe. Löwe, dieser Mensch ist noch dabei, das Angebot vorzubereiten. Das war bei einem anderen Sternzeichen auch, wo ich über auf Schieberitis geredet habe, weil man das perfekte Angebot machen möchte, ein perfekter Partner sein möchte, die perfekte Partnerin, ja. Bereitet man die Lebensumstände vor, um in eine Beziehung hineinzukommen. Und dementsprechend ist dieser Mensch zurückhaltend und arbeitet an sich. Und die werden dir hier, also sie werden dich hier wissen lassen, dass sie hier interessiert sind an mehr, aber du traust dem Ganzen nicht, Löwe. Du traust dem Ganzen nicht, du bist hier stutzig. Du hast diesen Menschen im Blick und vertraust auf deine Intuition und du traust diesem Menschen nicht. Ja? Du sagst, irgendetwas stimmt hier nicht. Warum ist dieser Mensch so auf Rückzug? Ja? Das, was deine Intuition dir sagt, ist, dass dieser Mensch sich auch an einem Scheideweg bewegt, ja, befindet, hier haben wir Dunkel, hier haben wir Nacht. Dieser Mensch hat früher bei Tag an dich gedacht, jetzt denken sie in der Nacht an dich. Du willst aber jemanden, der Tag und Nacht dich zuerst der Prio macht. Ja? Irgendwas stimmt hier nicht von deiner Seite aus. Also du findest, dass da etwas nicht stimmt, du bist stutzig. Und die werden sich auch nur zurückhaltend bei dir melden. Okay, Jungfrau, Liebesleben von Jungfrau vom 15. bis 16. Juni, bitte. Jungfrau vom 15. bis 16. Juni. Jungfrau, Jungfrau, Jungfrau. Jungfrau, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? Page der Münzen. Perspektivwechsel. Neue Möglichkeiten. Man sieht etwas, wo das Gras grüner wäre. So ein
Moment. Okay. Was geht in deinem Gegenüber vor, Jungfrau? Page der Kelche, der Eremit, Ritter der Kelche. Hier habe ich der Gehängte, 10 der Stäbe, 4 der Münzen. Dein Gegenüber hat so viele Verantwortungen auf dem Rücken, dass sie hier nicht unbedacht sich in irgendetwas noch investieren würden. Ja, ich sehe hier einen Menschen, der sehr vieles stemmen kann. Ja, also dein Herzensmann, deine Herzensdame, also er, sie ist definitiv ein sehr fleißiger Mensch. Die können mehr als andere. Ja, und dieser Mensch sucht sich seine, ihre Investitionen ganz genau aus. Ja, die überlegen sich das zweimal. Hier habe ich Rückzug, hier das Bewusstsein darüber, wie viel man schon auf sich hat. Ja, und hier das genaue Überlegen, bevor man hier was investiert, noch in jemanden oder in etwas. Dieser Mensch wird in dich investieren. Ja, sobald sie sich sicher sind, was ihre Gefühle anbelangt, aber vorerst sind sie auf Rückzug und dir gegenüber freundlich. Ja, hier haben wir deine Karte, die empfinden dich auch als ein bisschen zurückhaltend, Jungfrau, die empfinden dich als geheimnisvoll, sie wissen nicht so recht, was in deinem Kopf vorgeht. Okay. I love you, ja, ich will mit dir zusammenziehen, muss ich mir überlegen, sagt dieser Mensch. Auf deiner Seite der Teufel, auf ihrer Seite die Hohepriesterin und hinaus läuft es auf 10 der Kelche. Gib mir einen Moment. Jungfrau, du bist hier. Du bist hier ziemlich überzeugt davon, dass überall sonst das Gras grüner sein wird. Und das ist, also das ist nicht einmal auf eine negative Art und Weise, aber ich lasse jetzt diesen Menschen los und gehe da und suche mir was Besseres. Nein, ich glaube, dass diese Verbindung aus deiner Sicht eine dunkle Komponente hat. Da ist irgendetwas, das verrucht ist, das teuflisch ist, das anders ist wie bei anderen. Da gibt es etwas, wo du sagst, woanders hätte ich diese Probleme nicht. Ja, und dein Gegenüber spürt, was du da spürst. Die spüren hier, dass du hier im Bewusstsein darüber bist, dass du woanders diese dunkle Komponente nicht hättest. Was auch immer das ist, ich verstehe jetzt nicht genau, was es ist. Und da sehe ich jetzt deinen Herzensmann, deine Herzensdame hier agieren und Friede, Freude, Eierkuchen hineinbringen, um dich von deinen Gedanken abzulenken. Also du denkst gar nicht dran, hier irgendwie abzuspringen in Richtung neue Perspektiven, aber alleine schon, dass es dir in den Sinn kommt, dass du woanders diese dunkle Komponente nicht hättest, lässt diesen Menschen hier aufhorchen. Schaut euch die Farben hier an. Seht ihr das, wie es von dunkel hin zu hell geht? Die spüren hier instinktiv, oh, Jungfrau wird da was klar. Ich muss dafür schauen, dass ich hier für Friede, Freude, Eierkuchen sorge. Ja, ich liebe dich. Und ich will eine Family mit dir. Das sind so diese Aussagen. Aber ich sag's dir, die sind hier weiterhin sehr stark auf Zurückhaltung, weil sie hier andere Verantwortungen haben. Drei der Stäbe hier und der Hierophant hier. Dieser Mensch sagt sich, sobald wir uns mit Jungfrau auf der gleichen Ebene treffen können, die Hohepriesterin und der Hierophant, dann wird alles gut zwischen uns beiden. Aber solange das nicht der Fall ist, solange Jungfrau diese dunkle Komponente als dunkel betrachtet,
werde ich auf Rückzug sein. Was liefert ihr mir für Geschichten, für Tageslegungen sollen locker sein, sollen, hä? Wir wollen hier Spaß haben bei den Tageslegungen. Deine Legung ging jetzt sehr tief. Also die werden hier schon, hä? Die werden hier schöne Wörter und alles bringen, aber es geht hier dann mehr darum, dich ein bisschen weich zu kochen. Ja? Schauen wir mal weiter. Liebesleben von, hoppala, einen Moment, von Waage vom 15. bis 16. Juni bitte. Waage, Waage, Waage. Waage, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals, was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen, die Liebenden, ist bei einem anderen Zeichen auch gekommen. Aber warte, ich weiß nicht mehr. Die Liebenden steht vor allem dafür, dass sich zwei Menschen etwas miteinander vorstellen können. Ja, und die Sache ist dann einfach, Person A stellt sich etwas vor, Person B stellt sich etwas vor und dann müssen wir nur noch die Mitte finden, Waage, und du hast das Glück. Ja, das ist eben, zwei Menschen können sich etwas miteinander vorstellen, ja, aber die Frage ist ja, wer stellt sich was vor und ist das eine passend für den anderen? Schauen wir doch mal, was geht in deinem Gegenüber vor, Waage? 9 der Kelche, 10 der Schwerter. König der Schwerter, 10 der Münzen hier. Mein Gott, 10 der Münzen, Page der Kelche und hier Rat des Schicksals. Okay, Waage, ich warne dich, dieser Mensch hat ganz konkrete Vorstellungen davon, wie es aussehen soll, ja? Du kannst dir was vorstellen, sie können sich was vorstellen und das, was sie sich vorstellen können, ist ziemlich fix. Dieser Mensch hat hier vorher schon von einer glücklichen Familie, von einer glücklichen Beziehung geträumt und das hat nicht geklappt. Hier ist eine Dreierkonstellation entstanden und jetzt wollen sie hier eine neue Chance packen, eine neue Chance, die ihr Schicksal ein für alle Mal ändern soll und mit der sie endlich in eine feste, stabile Beziehung kommen können. Dieser Mensch hat hier knallhart mit der Vergangenheit abgeschlossen. Das ist fertig. Und die sind hier voll auf dich konzentriert. 10 der Münzen habe ich dort, 9 der Kelche habe ich hier. In Bezug auf die Regeln in der Beziehung. Ja, ob es monogam ist, polygam, wie viel Zeit man füreinander nimmt, wohin es führen soll, wie viele Kinder man haben möchte, etc., etc., ob man zusammen wohnt, wer wie viel zahlt von der Miete, das ist bei diesen Menschen fix. Das ist bei diesen Menschen, die haben sich da schon, die haben alles schon ausgerechnet und gemacht und du musst da nur noch unterschreiben, also du sollst da nur noch unterschreiben, du musst da nur noch unterschreiben, ja, da ist keine Auswahl. Hier sind sie noch bei 9 der Kelche. Wie genau das glückliche Zusammenleben stattfinden soll, das weiß dieser Mensch noch nicht so recht. Sie wissen nur, sie wollen mit dir glücklich sein. Ja, knallhart hier. Die werden hier knallhart verhandeln, sage ich dir. Uiuiui. Auf deiner Seite 3 der Schwerter, auf ihrer Seite 10 der Stäbe. Hinaus läuft es auf 3 der Kelche. Dein Gegenüber Waage ist hier bei 10, hier bei 10, hier bei 10, nur in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf wohin gehört mein Herz, ist dieser Mensch noch nicht zu einem Schluss gekommen. Die wissen, dass ihr Herz dir gehört, aber sie wissen nicht, wie umsetzen. Sie wissen noch nicht, wie das Ganze angehen. Sie wissen noch nicht, wie dir den Plan unterbreiten. Du denkst dir, dass sie dich betrügen, weil sie so knallhart sind. Und der König der Schwerter, der ist auch knallhart, der wirkt auch eiskalt. Und das lässt dich dann direkt denken, boah, der hat eine andere.
Der hat eine andere. Ich kann dir sagen, was dieses andere ist. Das andere ist, sind 20 Probleme, die niemand gebrauchen kann. Das ist die Drittpartei. Dir bricht hier indessen das Herz, weil du glaubst, dass sie schon jemand anderen haben. Dabei ist dieser Mensch an einem sehr großen Abschluss hier in seinem, ihrem Leben. Und einfach mein Tipp an dich, Herzensdame, Herzensmann, ich wäre nicht so fix mit deinen Plänen. Du bist vielleicht sehr überzeugt von dieser Vision, die du hast, aber ich wette mit dir, ich wette mit dir, auch wenn deine Gegenseite sagen würde, doch, das ist alles okay für mich, machen wir das, würdest du in 1, 2 Monaten deine Meinung ändern. Weil niemand ist fix, Pläne sind nie fix, das gibt es nicht. Was fix ist, was perfekt ist, ist tot. Darwins Evolutionstheorie. Das Imperfekte ist das, was lebendig ist, und was fix ist, ist tot. Ja, das ist halt ein bisschen die Gefahr von die liebenden Karte. Man kann sich hier manchmal in sehr große Ideen, zu große Ideen verrennen. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man muss sich hier ein bisschen flexibel zeigen. Schauen wir mal, Skorpion. Liebesleben von Skorpion vom 15. bis 16. Juni. Skorpion vom 15. bis 16. Juni. Skorpion, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? Rat des Schicksals. Ey, Skorpion, geh ein bisschen Lotto spielen. Das Glück ist auf deiner Seite. Gebt jetzt nicht dein Vermögen aus. Geht ein paar Lottoscheine euch holen, ja? So ein paar Rubellose. Geht ein bisschen spielen. Sieht gut aus bei dir. Das Glück ist auf deiner Seite, Skorpion. Du hast hier in nächster Zeit, also die Legung hier ist vom 15. bis 16., aber das hier ist eine große Arkana und Zeit ist flüssig. Also ich würde mal sagen, für eine Woche lang kannst du hier mal überall ein bisschen dein Glück versuchen. Die Chancen darauf, etwas um 180 Grad zum Positiven zu kehren, sind sehr, sehr, sehr hoch. Also die Chancen da sind sehr, sehr, sehr hoch. Das ist die Gelegenheit für Dinge, wo du dich gefragt hattest, könnte es gut rauskommen oder nicht, wenn ich es tue. Ja? Schauen wir mal. Was geht in deinem Gegenüber vor? Ritter der Münzen, 4 der Kelche, 6 der Stäbe, 2 der Schwerter hier und ja, die Hohe Priesterin hier. Seht ihr, wie wackelig diese Gelegenheit ist? Dein Gegenüber steht hier an einem Scheideweg. Hier haben wir Scheideweg, hier haben wir Scheideweg. Und dieser Scheideweg ist das hier. Entweder ergreife ich die Chance mit Skorpion oder ich, hoppala, spiegelverkehrt. Entweder ergreife ich hier die Chance mit Skorpion oder ich gehe da raus auf den Singlemarkt. Ja, scheint ein gut aussehender Mensch zu sein hier. Die haben hier gute Chancen. Dieser Mensch weiß, was sie für gute Chancen außen haben. Und sie fragen sich, ob sie die Chance mit dir ergreifen wollen oder weggehen. Ja? Ritter der Münzen bleiben hier noch stehen mit ihrem Angebot. Ja, siehst du, wie das so ein Moment ist, den man ergreifen muss? Schauen wir mal, auf deiner Seite 5 der Kelche. Jesus Maria Gottes. Page der Stäbe hier und Ritter der Schwerter hier. Skorpion, Skorpion. Schau mal, dafür gibt es Tarot. Ja, du bist hier bei 5 der Kelche. Du leidest über das, was passiert ist. Du leidest über die Vergangenheit. Dein Gegenüber sagt, hier ist was passiert. Ja, hier gab es eine Dreierkonstellation, aber ich würde diese Chance ergreifen, wenn es sich ergebe. Und du leidest weiterhin über diese 3 der Kelche. Das ist nicht umsonst deine Karte. Skorpion, du neigst dazu, dich schwarz anzuziehen. Viele Skorpione ziehen sich sehr schwarz an, sehr dunkel. Du neigst dazu, so in diesem Dunklen da zu versinken und du siehst dabei nicht, dass du hier nur dein Kelch nehmen musst und mit diesen Menschen anstoßen kannst.
Sie würden dir sofort ihr Kelch hinhalten, aber du ergreifst ja diese Chance nicht. Die Karten stehen, der Moment hier ist da zum Greifen. Hier habe ich 5. Kelche, hier 10. Karte, das Rad des Schicksals. Es gibt hier diesen Glücksmoment, ja, das Glück steht hinter dir momentan und du willst es nicht sehen. Und dafür haben wir Tarot da, ja, damit du siehst, was hier passiert gerade, ja, damit du hier rauskommst aus dem Dunkeln und dich umkehrst und diese Möglichkeit noch siehst mit diesem Menschen und es nicht bevorzugst, hier in das Dunkle einzutauchen. Dein Gegenüber kommt hier nicht raus. Die verstehen nicht, warum du die Chance nicht ergreifst und die distanzieren sich hier von dir. Page der Schwerter. Ich sag's mal so, sie hätten sich von dir distanziert. Sie wären hier nicht rausgekommen bei dir. Warum? Weil du jetzt dank Tarot weißt, was hier los ist, was du hier für einen Moment hast, den du ergreifen sollst und es auch ergreifen wirst. Gell? Vom 17. bis 18. sehe ich hier 2 Kelche, okay? Skorpion. Schauen wir mal. Schütze. Liebesleben von Schütze vom 15. bis 16. Juni, bitte. Liebesleben von Schütze vom 15. bis 16. Juni, bitte. Schütze, falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Öppala. Klick auf Abonnieren, auf einen Daumen hoch und natürlich auch übers Teilen meines Kanals. Was ist mit den Karten los? Mein Gott. So, was ist die generelle Energie für dich in den nächsten 2 Tagen? 7 der Kelche. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr, höre ich euch beide sagen. Doch, doch, da geht noch mehr. Wir müssen hier nur ein bisschen Geduld haben. Ja, das ist die Geduldskarte hier. Man hat 7 gepflanzt, eine gepflückt und 6 weitere wird man noch pflücken und man übt sich hier in Geduld aus. Es wird gut kommen, sagt man sich hier. Es wird gut kommen. Was geht in deinem Gegenüber vor? 10 der Kelche, König der Stäbe, Ass der Kelche. 10 der Münzen hier, Ritter der Schwerter hier, Page der Schwerter hier. Dein Gegenüber versucht sich hier in Geduld zu üben. Ja, sie werden hier ungeduldig, was hier diese 3 der Münzen anbelangt, die hier noch fehlen. Diese Gespräche, diese ernsten Gespräche in Bezug auf Beziehungsaufbau. Dieser Mensch verhält sich dir gegenüber distanziert, um dich nicht zu drängen. Die wissen, dass ihr beide euch in Geduld üben müsst, ja, um diese 10 der Münzen zu erreichen. Und die wissen, wenn ihr zweimal hier die Gefühle auffrischen könntet, würdet, dann würdet ihr die große Freude erreichen hier. Also gemäß deinem Herzensmann, deiner Herzensdame brauchen diese Münzen noch ein bisschen Wasser, damit sie schneller wachsen und schneller gepflückt werden können. Okay? Die sind hier sehr überzeugt davon, dass hier noch Wasser fehlt, Liebe fehlt. Dass hier die Gefühle einfach nochmals aufgefrischt werden müssen und ihr dann 10 der Kelche erreichen könnt und dann auch 10 der Münzen. Ja, die wollen hier ein bisschen wässern. Auf deiner Seite habe ich 5 der Kelche, 5 der Stäbe auf ihrer Seite und hinaus läuft es auf 10 der Schwerter. Mein Gott. Schütze, du sagst, meine Geduld ist zu Ende. Und ich möchte hier fortfahren, bevor ich woanders 3 der Münzen verpasse. Ja, hier wendet sich jetzt das Blatt für dich. Du sagst, hier ist von meiner Seite aus kein Wasser mehr für diese Münzen. Es gibt hier nichts mehr, womit ich diese Beziehung nähren kann, festigen kann, sagst du. Du leidest hier, Schütze. Ist auch bei Skorpion so gekommen. Du sagst, ich sehe das, was dieser Mensch da sieht mit mir. Ich sehe das nicht. Für mich ist das fertig. Aus die Maus und mit ihrer Leidenschaft da, mit ihrer Überzeugung da, sorgt jetzt dieser Mensch für ein Durcheinander und 5 plus 5 sorgt dann dafür, dass ihr beide auseinandergeht.
Nix da. Du wirst hier sagen, ich möchte in Richtung neue Möglichkeiten gehen und es könnte hier sogar sein, dass du auf jemanden zugehst, den du schon kennst, die du schon kennst. Die nächste Karte ist hier Sechs der Kelche. Ja, so eine Erinnerung an früher, eine Zusammenkunft mit jemandem aus früher. Hier habe ich 5-5, das hier geht zu Ende. Du siehst hier keine Zukunft mehr für euch beide. Sie sagen, es fehlt einfach nur an Liebe. Wenn wir die Liebe auffrischen, dann wird alles gut. Du sagst, es gibt bei mir nichts mehr aufzufrischen. Okay? Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye bye.